Kannst du den Coaster auch mit rübernehmen? Ja, aber dann will ich keinen Platz mehr haben. Ja, aber zum Probieren. Dann kannst du den wieder weg. Ja, okay, zum Probieren. Hm, das riecht nach KFC hier drin. So, Schatz, willst du als erstes probieren? Nee, du darfst als erstes probieren. Oh, boah. Ja? Warum? Ich bin aber froh, dass wir eine große Menge gemacht haben. Mhm. Ich glaube, wir nehmen den Rest zu seinen Eltern am Wochenende. Ja. Manchmal vergesse ich, wie gut ein Koch ich bin. Ich vergesse es nie. Du kochst jeden Tag so gut, Schatz. Das ist ein bisschen Panade, der weg ist. Ja, ich könnte theoretisch das Teig schon für die Waffeln machen, aber ich weiß nicht, wie lange das so hält. Also es kann sein, dass der irgendwann in der Zeit das Luft verliert, weil das ist eigentlich auch ganz wichtig beim Waffeln, wenn man die Waffeln macht, dass die viel Luft reinkommt, sodass sie noch flauschig sind, sodass sie noch fluffig sind. Also ich glaube, es wäre am besten, wenn ich das erstmal warte. Ja, ist okay. Also jetzt haben wir das gleiche Problem wie letzte Woche. Einfach warten. Einfach warten, bis das Zähnchen wird. Also, ich könnte halt mein Lieblingsrezept erzählen, ich könnte halt irgendwas nochmal über Bento-Boxen, über Japan, keine Ahnung, was wollt ihr dann erzähl hören? Erzähl doch was über Amerika. Hä? Erzähl doch was über Amerika. Über Amerika? Oh, das will aber doch keiner hören. Ja, okay, ich erzähl mal dann ein Geheimnis. Heute oder morgen wird eigentlich mein erstes Mal das Hähnchen Chicken and Waffles zum Probieren. Das habe ich eigentlich noch nie probiert. Chicken and Waffles, diesen Kombi. Und das ist, weil wenn ich Amerika umgewandert habe, oder wie du nach Deutschland gekommen bist. Genau. In den USA nach hier gekommen habe, das Chicken and Waffles war eigentlich noch ganz neu. Also der war vielleicht eineinhalb Jahr rausgekommen. Also das war bekannt schon, aber ich hatte eigentlich keine Chance, dasselbe zu probieren. Was eigentlich ganz komisch ist, weil ich habe in einer ganz dänischen Stadt gewohnt, in South Carolina. Und das sollte eigentlich überall sein. Aber irgendwie, in meinem letzten Jahr, habe ich das einfach nicht geschafft. Also das Hähnchen und Chicken and Waffles ist was Neues für mich. Also ich muss sagen, aber ich kann nicht vorstellen, dass es schlecht wird. Dass der nicht schmecken wird. Weil Hähnchen und Waffles... Good plus good equals good. Du könntest natürlich, wenn jetzt die Hähnchen fertig sind, erst einmal die Waffeln machen und die restlichen Hähnchen dann einfach später nach dem Stream. Das kann ich natürlich machen. Also ich würde dann erstmal die drei machen, das Herd wieder ausmachen, das abdecken und dann mit den Waffeln fertig machen. So, einmal das Hähnchen... Umdrehen, Schluck auf. Ja, beziehungsweise das Hähnchen macht sich ja eigentlich mehr oder weniger von selber nebenbei, oder? Was ist? Das in der Fritteuse, das macht sich ja von selber, da kannst du die Waffeln nicht... Also ja. Außer dir ist das zu viel Stress. Ja. Das musst du wissen. Also Stress will ich nicht sagen, es ist eher so, ich will aufpassen, nicht, dass das Hähnchen verbrannt und nicht, dass die Waffeln verbrannt. Ja. Verbrennen. Ich will einfach auf beides aufpassen. Was kann ich noch über Amerika erzählen? Es gefällt mir besser hier. Ja, warum ist das so? In Amerika war das einfach so stressig für mich. Ich finde es hier besser, hier ist viel lockerer. Ich habe auch nicht so das große Stress mit Schule. Ganz gutes Beispiel. Mathe. Ich hasse Mathe. Mathe ist überhaupt nicht mein Fach. Also in Amerika mit Mathe hatte ich immer so 5er, 6er in der Schule gehabt. Immer. Weil das Problem war eigentlich, du musst ihr
Rechnungsweg benutzen und nicht deinen eigenen Rechnungsweg. Und wenn das nicht benutzt wird, dann bekommst du Minuspunkte. Und das habe ich immer sehr scheiße gefunden. Und wenn du immer ein schlechtes Antwort gegeben hast, die haben dich immer, ich will nicht auslachen gesagt, aber die haben dich nicht, oh ja, ist doch okay, kannst du gerne noch nächstes Mal versuchen. Die haben dich immer, oh, bist du dumm? Wie kommst du her? Oder, ja, deswegen habe ich fast nie was gesagt in Mathe, deswegen habe ich wirklich nie mitgemacht. Aber dann bin ich nach Deutschland gekommen und seitdem habe ich immer 2 oder 3 in Mathe gehabt. Also das ist auch ein anderes Weg zum Erklären, das ist auch ein anderes Weg zum Zeigen. Ich finde das Mathe einfach besser, das ganze Schulsystem besser. Miss Morgenthau sagt, Mathe ist ein Arschloch und zwar ein großes. Ja, so kann man sagen. Das ist genau, das trifft es bei dir auch genau, oder? Ja, genau so. Kann man das auf ein T-Shirt haben? Bestimmt. Chad? T-Shirt? So. Die werde ich dann gleich abdecken, auf die Seite legen für später. Also, und das decke ich dann gleich ab, sodass der nicht so trocken wird. Aber dann, es kann sein, dass das Händchen einfach austrocknen und das ist eigentlich nicht so schön. Das stelle ich mal ins Herd, in den Ofen, weil ich habe keinen anderen Platz mehr. Also alles ist noch versetzt mit Kamera und Kochzeug. Stelle ich einfach da unten. Aber das Herd ist nicht an. Ofen ist nicht an. Keine Sorge. So, schau mal, ob das Händchen. Ja. Bist du zufrieden? Ja, sehr. Vor allem die beide? Oh ja. Und auch, weil ich neugierig bin, ich will testen, ob die in den Inbox passen. Okay. Perfekt. Noch auf die Seite ein paar Waffeln. So 2 Stück oder so. Ja, ich muss sagen, das ist fertig. Das drehe ich mal um, das schaut besser aus. Genau. Das würde ich dann wieder ausmachen. Und dann nach hinten schieben. Ganz vorsichtig. Weg. Ja, der Rest mache ich dann später. Das kommt auch auf die Seite. Ja, Skala brauche ich noch. Also jetzt können wir unsere Waffeln. Waffel. Fehlt da nicht noch eine Beilage, Schatz? Ja, stimmt. Aber das Mai. Also für Beilagen, wir haben uns entschieden, dass wir werden was versuchen. Wir werden halt versuchen mit den Maiskolben, ob die ins Box passen oder nicht. Wenn nicht, keine Sorge. Ich habe dann Oreos. Weil Oreos. Mehr grün braucht man nicht. Because Oreos. Aber das Maiskolben braucht nicht so viel Zeit, denke ich mal. Aber das kann ich trotzdem aber gleich anfangen. Stelle ich nach hinten. Bisschen Salz. Bisschen Wasser. Das lassen wir kochen lassen. Und wenn das fertig beim Kochen ist, dann kann ich die Maiskolben gleich rein. Stelle ich mal auf die Seite da.
Also ich glaube, hier brauche ich ein Schneiderbrett nicht mehr. Das Händchen, schaust du, willst ein Händchen probieren? Ja, gern. Welche halbe? Darfst gerne aussuchen. Das rechte. So, probier mal. Na Katz, diese Hähnchen. Na, mehr, mehr? Ja. Stell dich mal auf die Seite. Da. Kurz ein bisschen abräumen, weil das schaut nicht so schön aus. Und dann fange ich gleich mit dem Waffelteig. Schatz, wenn du mir eine große Schüssel geben kannst, das wäre super toll. Mal schauen, ob das alles reinpasst. Wenn nicht, dann ist es auch okay. Ich habe auch mein Rezept hier für Waffeln. Also, das ist auch ein Rezept für deutsche Waffeln und nicht amerikanische Waffeln. Ich weiß, das ist doch amerikanische Bento-Box, wie kann das sein? Aber ihr müsst auch verstehen, ich habe jetzt ein deutsches Waffeleisen und kein amerikanisches Waffeleisen. Und der Unterschied ist eigentlich, ein amerikanisches Waffeleisen ist eigentlich tiefer drin. Deswegen schauen die amerikanischen Waffeln so dick aus. Also ich muss halt ein Rezept benutzen, für was ich habe. Also für welche Geräte, was ich einfach habe. Tut mir leid. Es ist, was es ist. Und ihr könnt nichts dagegen. So, fange ich mal an. Ich habe hier 140 Gramm weiche Butter. Stell dich mal hinten. 110 Gramm Zucker. 'Die Lucy, die will immer an allem riechen. Scheiß Katze. Aber essen tut sie eigentlich nie was davon. Außer Chips hat sie mal gegessen. Ja, Chips ist die einzige, was sie wirklich essen würde. Und vielleicht ein bisschen Hähnchen, aber das ist auch selten. Nee, hat sie letztes Mal auch. Also habe ich ja auch hingehalten. Wollte sie nicht. Also 110 Gramm. Reicht unser Zucker noch, Schatz? Keine Sorge, ich habe noch ein extra. Bin gleich wieder da. Schon wieder beim Tanzen. Sieht man das mal nur nicht, weil dieses Mal ist die kleine Kamera da. Quietsch. So, 110 Gramm. Also das wäre jetzt ein bisschen zu viel. Ja, jetzt. Das werde ich dann später nachfüllen. Stelle ich mal einfach auf die Seite. So, eine Päckchen Vanillezucker. Jawohl, Chef. Mach ich, Chef. Ohne Urlaub, Chef. Eine Päckchen Vanillezucker. Schwipp. 3 Eier. 1, 2 und 3. Vanillezucker riecht immer so gut. Der riecht bis darüber. Ja, ne? Also ich kann auch sagen, ein großes Unterschied zwischen amerikanischen Waffeln und deutschen Waffeln ist eigentlich, das Eiweiß wird getrennt und vorher untergehoben ich weiß nicht, wie das heißt,
Das wird vorher geschlagen, sodass der schon hart ist, sodass er schon luftig ist und dann wieder in den Teig also reingefallen. Eischnee. Genau. Und der dann untergehoben wird. Genau, danke. Und sodass der Waffel noch flauschig werden, sodass es noch flauschig bleibt. 250 Gramm Mehl. Ich hatte doch irgendwo Mehl. Ach da, direkt vor den Augen. Na klar. Und die benutzen Vanilla Extract und nicht Vanilla Zucker. Okay. Also Vanilla Extract ist eigentlich, hat einen mehr einen Vanillegeschmack und ist eigentlich nicht so süß. Es ist fast wie ein Vanillearoma. So 250 Gramm. Mh, der Schuss wird aber vielleicht ein bisschen zu klein. Naja. Soll ich dann noch, ja, du willst dann nachher noch mit Mixer rein, oder? Ja. So ist der Plan. Aber ich glaube, eine große Schüssel haben wir nicht. Ich befürchte fast, dass du alle unsere großen Schüsseln aufgebraucht hast. Da schaut schlecht aus, Schatz. Ja. Ich mag halt, was ich kann, mit was ich habe. Stimmt so falle, dann muss ich das ein bisschen trennen und in zwei verschiedene Schüssel einrühren. Oder das mit der Hand machen. Es wird halt ein bisschen länger dauern, aber das kann man machen. Eine Preise. Du kannst natürlich auch einen Topf nehmen. Ein Topf? Ah, das ist aber keine schlechte Idee. So eine Preise Salz. Blub. Ja, wenn es Sauerei gibt, dann muss die Sauerei ja zusammenputzen, weil es ist beim Stream. Beim Stream ist ja das alles, was hinter der Kamera passiert, dafür bin ich zuständig. Alles, was vor der Kamera passiert, da ist die Sauerei zuständig. Ja, der hat recht. 3 Teelöffel Backpulver. Wir brauchen eine Tupperparty. Eine Tupperparty? Mhm. Ah, ich weiß, was das ist. Also mein... Das habe ich vorher bewilligt, muss ich kurz mal sauber machen. Mein Badewanne einhalten. Also Chad, ich hoffe mal, dass dieses Stream ist nicht so langweilig und nicht so anstrengend. Und es tut mir leid, wenn es doch so ist. Ach, das ist Tablespoon. Ach, scheiße, das ist doch das falsche Einheiten. Nein! Irgendwann mal vielleicht machen wir den Waffel. Da hättest du leicht noch ein paar Hühnerstücke, Hühner, Chicken Nuggets. Machen wir nur Chicken Nuggets in der Box. Ja, die hättest du währenddessen noch durchfrittieren können. Also ich brauche dann 3 Teelöffel. So, 1. Zwei. Schmeiße ich auch noch gleich. Und 3. Dein Wasserschutz. Ja, das sehe ich. Gleich Wasser, bin gleich bei dir. Bitte kurz Moment. Schwupp. Jetzt wird aber schwierig. Gibt es einen Trick oder irgendwas mit Maiskolben? Messer. Ah, ja. Das will ich aber dann kurz vorher einmal halbieren. Ja, oder vielleicht auch nicht. Oh, nee, keine Chance. Einfach auseinanderbrechen. Als ob ich so viel Kraft habe. Oh, auf dem Boden. 5-Sekunden-Regel. Das wasche ich mal kurz auf, ne?
Der Ditch sagt, hier im Stream liegt Essen vorne. So, ich stelle mir dann einen Timer. Wo habe ich mein Handy? Für 5 Minuten. Der muss bloß nur weich sein. Fertig. Und dann kann man das nachher schauen. Und den zweiten Call machen wir halt irgendwann. Im Laufe der Woche. Ja, Chefin. Soll ich das auch gleich machen? Nee, alles gut. Es ist dein Stream. Was willst du von mir? Du darfst machen, was du willst. Okay. Ich hab dich so lieb, Schatz. Ich hab dich auch so lieb, Schatz. Ha, du. So. Wir hatten doch gerade das Backpulver rein und jetzt eine Sahne. 200 Milliliter. Genau, 200 Milliliter Sahne. Drehen wir die Hitze ein bisschen runter aufs 2. Ja, also ich glaube, das muss ich mit der Hand. Ja, oder du füllst es in den Topf. Oder du stellst es in den Topf. Was spülen. So, schwupp. Wir hätten natürlich noch die andere Küchenmaschine rausholen können. Aber dann werden wir viel Geräte auch in der Küche haben. 3, 4? Ja, vielleicht nächstes Mal. Okay. Also jetzt ist aber dann mein Handmixer. Ja, das muss ich eigentlich da hinten machen, weil hier vorne ist leider kein Platz mehr. Also es tut mir leid, alle. Muss ihr leider meinen hübschen Rücken schauen. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Ein schöner Bauch tut's auch. So, unser Teig jetzt fertig. So einen glatten Teig. Ja, das schaut so glatt aus. Schätze ich mal. So. Dann die doch weg auf den Boden. Du kannst es schaffen. Ich vertraue dir. Wieso ist es immer so schwer in der Küche? Ich bin einfach nicht so gut mit sowas. Brauchst du Hilfe? Ich will nicht ja sagen, aber ja. Das Kindersicherheit ist doch an. Kindersicherung? Ja. Und da lässt du mich ran, wenn die Kindersicherung drin ist. Ja.
Dankeschön. Bitteschön. Also. Bisschen Butter drauf. Schau, jetzt können wir uns noch einen Teller geben. Klar, groß oder klein? Klein. Na, ich glaube eher groß. Jetzt sehe ich das, dass sie. Lieber groß, bitte. Also das erkennt man leider im Stream nicht so gut. Es ist eine klassische Herzwaffel, Dingsi. Waffeleisen. Das ist der Fachausdruck, Waffeleisen. Also den benutze ich leider so selten. Ich weiß nicht, ob der irgendwelche Temperatur... Nee, der geht halt, nur an. Eher nicht. Ja, okay. Dann muss man halt... Jupp. Ich glaube, das soll schön. Zum Ausmessen und zum Reinlegen. So, das war dann der Timer für unsere Mais. Tust du dann da über den Mais auch noch Butter drüber? Kann ich schon. Aber dann wird das Bento-Box schon verschmiert. Ja, das werde ich. Also das mache ich dann aus. Und das stelle ich in eine Schüssel zum Abkühlen. Vielleicht. Hup. Ja. Oh, heiße Ware. So, Pinsel benutzen, Butter ein bisschen verteilen. Hier oben auch noch ein bisschen Butter. Der Chat fragt, was es nächstes Mal gibt in der Bento-Box. Also nächste Woche ist eigentlich fast geplant. Eine gute Freundin aus der Berufsschule hilft mir. Hallo Janina. Wir planen das zusammen, weil das ist eigentlich auch eine gute Übung für uns, für die Abschlussprüfung, weil in unserer Hotel Abschlussprüfung, wir müssen ein Menü nachdenken und ein Menü planen und so. Und das ist eigentlich sehr gute Übung für uns. Ich glaube, ein bisschen mehr Teig. Die Janina sagt auch Hallo. So, der Plan ist, wir werden dann nächste Woche kalte Sesamnudeln machen mit eingelegtem Gemüse, Sojaeiern und Mochi als Nachspeise. So ist der Plan. Und ich hoffe, das ist was für euch. Also nächste Woche machen wir was ein bisschen mehr traditionell. Und dann in 2 Wochen, hoffentlich, machen wir was Veganes. Weil das habt ihr letzte Woche nachgefragt, ob irgendwas vegan dabei wird. Und in 2 Wochen wird hochwahrscheinlich was Veganes dabei. Also ich habe gedacht, irgendwas mit Reisrollen und Tofu, also eingelegte Tofu oder sowas. Bin mir noch nicht sicher, aber auf jeden Fall irgendwas Veganes. Pass auf euch auf.
Alufolie unten, sodass sie nicht so schmutzig wird. Ein paar Minuten noch. Ja. Hallo Ted. ich weiß momentan nicht, was ich sagen soll oder was ich drüber reden soll. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt zum Thema, könnt ihr gerne sagen, vorschlagen, sagen. Ja, sonst bin ich bloß nur da. Wird das jetzt eine Waffel für eine Bento-Box oder die Waffel für beide, die eine Waffel für beide Bento-Boxen? Also das ist jetzt eine Waffel für eine Bento-Box. Okay. Aber ihr könnt auch hier den Teig sehen, dass es auch genügend Waffel da. Also ich würde wahrscheinlich den zwei machen und dann Schluss für heute, weil ich glaube zwei Waffeln reicht auf jeden Fall für unsere Box. Und dann... Hui! Ja? Fertig oder noch ein bisschen länger? Das sieht keiner, Schatz. Ich habe mir selber gegeben. Okay. Na, passt schon. Ja. Ich würde dann... ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Zwei Waffeln, warst du gerade vorher? Ja, genau. Also, weil die eine erste Etage-Box kommt dann das Hähnchen und den Waffel rein und in der zweiten Box kommt das Coleslaw und entweder der Maiskolben, wenn die reinpassen, oder den Oreos. Muss man schauen. Why not both? Maiskolben und Oreos, das wird vielleicht ein bisschen viel. Ja, nur ein Teil, eine Hälfte von Maiskolben und daneben Oreos. Und gar kein Coleslaw oder was? Doch, auf der anderen Seite. Also muss man halt schauen. Nicht, das Problem ist, aber dann das Box wird dann zu voll ausschauen. Okay. Weil es muss eigentlich nicht so richtig so reingepackt. Das ist eigentlich auch nicht so schön, aber das muss auch ein bisschen voll ausschauen, aber nicht zu voll. Okay. Oh ja. Da schaut jetzt vielleicht was. OSM Fangemeinde, vielen Dank für den Follow. Nein! Shit! Was machst du denn mit der Waffel? Alles was falsch ist. Oh nein, ich glaube, okay, das kommt heute nicht in den Box rein. Oh nein, meine schöne Waffeln. Shit. Naja, deswegen bin ich auch kein gelernter Koch und deswegen lerne ich auch keinen Koch. Kochen macht mir Spaß, aber nicht beruflich. Der Stream sagt, die Waffel, die kann dann ich essen. Ja, genau. Weg. Danke. Also probieren wir es nochmal, oder? Ja, ich hoffe, dieses Mal wird's besser. Also was gekocht wird, ist Chicken and Waffles mit Coleslaw und Corn on the Cob. Also Maiskolben. Ja. Oh, das finde ich aber so schade, dass der erste kaputt gegangen hat. Oh nein! Aber dann kannst du jetzt wenigstens probieren. Hm. Du kannst ja nochmal die Nuggets des Chicken nochmal in die Kamera halten. Ja? Wollt ihr das sehen? Also das mache ich dann beim kleinen Kamera. Alles klar. Schaut super aus. Ja, ne? Ja. Schmecken auch noch besser. Schaut, willst du ein bisschen von meinen Waffeln probieren? Gern.
wie ich das besser rübertragen kann. Vielleicht soll ich den Teller ein bisschen näher bringen. Und vielleicht ein anderes Werkzeug, vielleicht lieber die Spachtel. Ist da? Mhm. Ja. Probieren wir es alles. Also Chat, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, I'm all ears. Hallo Chat. Schon wieder das gleiche Problem wie letztes Mal. Was soll man reden? Etwas länger drin lassen, schreibt er mal auf. Etwas länger drin lassen? Die Waffel, ja. Okay, aber das ist schwierig, weil ich will immer schauen und gleich sofort rausnehmen. Ich muss einfach den Finger weg. Ja. Aber ich glaube fast, dass eine Waffel auch reicht für die Bento-Box. Also ja, aber das Problem ist eigentlich, ich will halt die schönere Waffel. Ja, nee. Aber dann brauchst du jetzt nicht also noch eine dritte machen. Außerdem kannst du sie ja. Könnte ich. Genau, du kannst sie ja die Herzen runterreißen, dann passt es ja eh. Naja. Also, das ist dann zwei Stück vielleicht und der Rest würde ich nicht so nehmen. Der Rest sind für Frühstück morgen oder so. Hey, Frühstück, Schatz. Frühstück, müssen wir morgen nichts machen, weil das schon fertig ist. Also lieber Chat, wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich vielleicht ein bisschen Spüle machen. Oder mache ich das lieber nachher? Mache ich lieber nachher. Schade. Wurde bloß so ein Verräumen. Okay. Ich glaube, du bist von vorne schöner anzuschauen als von hinten, deswegen. Schleimer. Schau mal. Ja, das hat auf jeden Fall eine bessere Farbe. Ich glaube, ich habe den ersten einfach zu früh rausgenommen. Also das würde ich dann abnehmen. Also erstmal den Teller. Oh no. Schwupp. Sehr schön. Success. I did it. Ja. Ich würde mal sagen, wir machen eins noch. Nee, ich mache den Rest später. Also das muss ich aber dann wieder ausmachen. War das... welche war das? Das da? Ich weiß nicht mehr. Das... Wenn du noch eins weiter hinterfährst. Ja, oder so. So geht's auch. Noch einfach so? Genau. Also das mache ich dann später oder morgen irgendwie. Ich würde dann gleich mit den Boxen anfangen. Dann schalte ich mal auf die kleine Kamera um. Ja, also Handy, geh weg. Teaspoon, geh auch weg. So, ein Box. Zweiter Box. So, ganz wichtig, ich will momentan schauen, ob das Maiskolb reinpasst. Vielleicht nicht. Ich muss halt auf die Seite schauen. Was denkt ihr? Passt es? Kommt das Deckel drauf oder nicht? Ich glaube. Katz sagt auch nein. Nein. Nein, keine Chance. Tut mir leid. Oh nein, wir müssen jetzt in Oreos rein. Oh nein. Schade. Wie traurig. Also dann stelle ich meine zwei Silikonformen von meinen Oreos. Der Chat sagt, den Maiskolben nochmal halbieren, aber du willst da viel lieber die Oreos reintun. Also ich könnte schon das Maiskolb halbieren, aber dann kommt das Problem. Erstens, ich bin wahrscheinlich nicht stark genug, das zum Halbieren, also sauber zum Halbieren, sage ich mal. Und zweitens, ich glaube, von der Optik her wird es nicht so schön ausschauen. Wenn die senkrecht drinsteht, dann sieht man bloß den Mittelteil, gell? Und das schaut genau. Dann nee. Man kann das auch natürlich umdrehen, sodass der Kolb draußen schaut, aber man muss auch denken, wie komisch wird das ausschauen beim Essen. Nur ein ganzer halber Kolb da mit so zwei Finger. Na, fahren wir lieber beim Oreos.
Also den ersten Oreo. Toll. Kaputt. Die werde ich dann so reinlegen. Ganz kurz ein Deckeltest. Glaub 2 sollte besser reinpassen. Ja, 2 ist doch das richtige Zahl. Und hier kommt ein Coleslaw. Ihr müsst ein bisschen Imagination haben. Hier kommt ein Coleslaw, wie gesagt. So, dann kommt die Waffeln. Also, liebe Zuschauer, ich habe auch vorher meine Hände gewaschen, keine Sorge. Schöne Herzen nehmen. Packst du noch Sirup auf die Waffeln? Natürlich. Was süß und salzig. Das beste Kombi, was gibt. Also, ich würde dann hier noch ein bisschen waffeln. Eins auf die Seite da. So dass der Box wirklich voll ausschaut. Also, jetzt kommt dann das Händchen. Ui. Der Chat fragt schon, welche Soße es jetzt dann gibt. Ja, Einhorn. Nicht Einhorn, Ahorn? Ahorn. Ahorn. Ahorn, Einhorn. Ja, ist fast das Gleiche. Genau. Deckeltest. Müssen wir halt ein bisschen drücken, aber das ist auch okay. Also, ich habe den Cranberry und ich habe normales Ahornsirup. Welche wollt ihr denn lieber? Ahorn oder Cranberry? Oder Schatz, was willst du lieber? Mir ist das egal. Das darfst du dir gerne aussuchen. Was sagt ein Chat? Chat sagt bis jetzt noch gar nichts. Ah. Dann ich würde beim ganz Clashes bleiben und mag einfach den Einhorn. Ahorn! Shit. Bisschen Finger drauf, sodass es nicht so viel auf einmal kommt. That's what she said. Und ein bisschen Drizzle Drizzle. Oh, das schaut aber geil aus. Und fertig. Wunderschön, Schatz. Oh, ja, ne? Du kannst ja trotzdem schon mal eine kleine Schicht Coleslaw reinlegen, dass man sich es besser vorstellen kann. Okay. Kann ich gerne machen, aber wie gesagt, das Coleslaw braucht einfach Zeit zum Einweichen. Zum Durchziehen. Zum Durchziehen, danke. Schaut schon besser aus. Ja? Ja. Okay. Löffel. Stelle ich auch gleich wieder auf Seite. Und weil ich das gleich testen möchte, nehme ich auch gleich meine Karotte. Und Schneidebrett schon wieder. Und eine von meinen Aussteckformen nehme ich einfach das da. Tut dir nicht weh? Nein. Ah, schön. Ganz kleines Herz, Blume in der Mitte. So heißt es. Naja, den zweiten Aufstellform ist leider nicht
ja. Da. Sowas. Sehr schön. Hä? Winterbox. Also, liebe Leute, das ist dann unsere Winterbox. Chicken and Waffles, American Style. Sehr schön. Ich hoffe, dass ihr Spaß dabei gehabt habt. Mal ganz kurz einen Deckel drauf. Ah ja, passt. Sehr schön. Danke fürs Zuschauen. Folgt uns auf YouTube und Twitter und Discord und Instagram und TikTok. TikTok, alle Social Media. Steht alles unten drin. Ansonsten, der nächste Stream ist am Freitag. Da streamen wir wieder Farming Simulator aus Rade. Ja, die Socials sind gerade im Chat drin. Genau. der nächste Bento-Stream, wie gesagt, wieder nächsten Mittwoch um 19 Uhr. Und Zwischenrade und den Bento-Stream nächsten Montag. Ist streamen dann nochmal mit dem South-Team, auch Farming Simulator. Wahrscheinlich dann aber von einer neuen Map, wie schon besprochen am Montag. Ansonsten hoffen wir, dass es euch Spaß gemacht hat. Ja. Kommt, wie gesagt, fürs Rezept kommt es einfach in unseren Discord. Da wird die Sarah das Rezept dann noch reinstellen. Es gibt da den Cooking-Channel, da wird sie es dann reinstellen. Ja. Ansonsten bleibt uns bloß noch zu sagen, schönen Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ja. Entweder wenn es heißt Gaming mit uns oder Kochen mit uns. Alles klar. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Bye. Ciao. Thank you.